bedeutet im ursprünglichen Sinne harte, saubere Arbeit. Für mich ist von besonderer Bedeutung die Qualität dessen, was und wie unterrichtet wird. Der Lehrer trägt hier größte Verantwortung. Das, was er seinen Schülern vermittelt, sollte im Einklang mit der Tradition stehen. Und er muss inhaltliche Vollständigkeit gewährleisten. Der Schüler sollte immer die Möglichkeit haben, Verständnis für das Gelernte zu entwickeln, einfach verstehen werden. Zum einen sollte der Lehrer sein eigenes Lernen zur Vollständigkeit bringen und zum anderen muss er sich immer wieder selbst hinterfragen, um sein eigenes Verständnis zu verbessern. Nur dadurch hat er die Möglichkeit, seinen Schülern einen transparenten Überblick über das Wen Chong Kung Fu System zu geben. Eine Technik ist nie das goldene Vlies. Vielmehr ist die ganzheitliche Bewegung von entscheidender Bedeutung, die sich aus Handarbeit, Schrittarbeit, aus Körperdynamik und aus den Methoden der Umsetzung zusammensetzt, die sich wiederum insbesondere in den 6 Kung-Fu-Formen wiederfinden. Diese ganzheitliche Bewegung ist nicht gekennzeichnet durch Kraft oder Geschwindigkeit, vielmehr durch die Qualität ihrer Ausführung. Wer diese Kampfkunst meistern möchte, sollte nicht nur alle Taos kennen, sondern auch den Zusammenhang und die Methodik des Systems verstehen.